Das Klinikum am Steinenberg in Reutlingen erweitert seine Apotheke mit einem Modulbau. Der bietet neue sterile Räume, in denen Medikamente für Frühgeborene und Krebspatienten hergestellt werden sollen. Wie es im Inneren des 125 Quadratmeter großen Neubaus aussieht, sehen Sie jetzt. Im Erweiterungsbau der Zentralapotheke wird bereits fleißig gearbeitet. Die bisherigen Räumlichkeiten seien zu klein geworden. Außerdem sei die Nachfrage an Medikamenten gestiegen. Um trotzdem die bestmögliche Versorgung der Patienten sicherstellen zu können, ist jetzt dieser Neubau entstanden. Hier soll vor allem an zwei medizinischen Schwerpunkten gearbeitet werden. In dem einen Bereich werden Patienten individuell Zytostatika-Lösungen hergestellt. Zytostatika sind Medikamente, die man bei Krebserkrankungen gibt. In dem zweiten Bereich planen wir eine Herstellung von komplexen Infusionslösungen, die man zur Ernährung von Schwerkranken benötigt. Der Schwerpunkt wäre da Früh- und Neugeborene bei uns. Das Fachpersonal, das die Medikamente herstellt, kann nur mit Schutzkleidung arbeiten. Denn die Substanzen, die hier zum Einsatz kommen, sind schädlich für die Gesundheit. Handschuhe und Mundschutz sind deswegen Pflicht. Zytostatika, also die onkologischen Medikamente, sind CMR-Substanzen, das heißt kanzerogen, mutagen und reproduktionstoxisch. Das heißt, die töten, ganz einfach gesagt, die töten Krebszellen ab, die sind aber auch für normale menschliche, gesunde menschliche Zellen nicht gesund. Eine Besonderheit der neuen Räume, sie sind steril. Frühgeborene und Krebspatienten seien empfindliche Patientengruppen, weshalb hier besondere Vorsicht geboten ist. Vor dem Betreten muss das Personal in einem Durchgangszimmer Kleidung und Schuhe wechseln, damit keine Bakterien oder sonstige Verunreinigungen in den Reinraum gelangen. Damit ein Raum als steril gilt, muss er mehrere Faktoren erfüllen. Die Wände, Decken, Böden, alle Flächen müssen leicht desinfizierbar sein. Der muss einen gewissen Druck, eine gewisse Luftwechselzahl, Schleusen davor haben, eine Druckkaskade. Ein Sterilraum darf nur eine genau vorgeschriebene Anzahl an Partikeln, Staubpartikel, die auch Träger für Mikroorganismen, also Krankheitserreger sind, haben. Die hier hergestellten Medikamente sollen vor allem in den Kreiskliniken Reutlingen zum Einsatz kommen. Die Zytostatika werden darüber hinaus auch an Apotheken und onkologische Praxen verteilt. Bis Ende des Jahres soll der Neubau dann vollends in Betrieb genommen werden.